Iron Man kommt zurück. Also, in gewiss, also vielleicht, möglicherweise. Möglicherweise kommt er zurück. Ja, ihr bekommt ja seit Tagen vermutlich genau wie ich die Schlagzeilen, dass Robert Downey Jr. in einem Interview sagte, dass er zwar mit dem Charakter des Tony Stark durch sei, aber das nicht bedeutet, er könnte niemals ins MCU zurückkehren und er sich durchaus vorstellen kann, wieder zurückzukommen. Nur in einer Art und Weise, die in der Story passen würde, sieht er sich erneut dazu berufen, die Rolle von Iron Man im MCU anzunehmen. Nun, wir wissen ja inzwischen wohl alle, dass Tony Stark sich im vergangenen Jahr im Film Endgame für das Wohl des Universums geopfert hat und mit dem letzten Snap im Ereigniszeitraum namens Blip sein Leben niederlegte. Doch so schön dadurch sein Character-Arc abgeschlossen wurde, uns Fans fällt damit ein richtiges Standbein dieses Franchise weg. Daher sehnen sich seitdem weltweit die Fans nach einem Anzeichen, dass wir noch einmal etwas von Tony sehen könnten. Und erste Gerüchte deuten wohl auf den Black Widow-Film hin, wobei dieser ja noch vor Infinity War spielt, also sehen wir dort vermutlich gerade mal News zur Verlobung von Tony und Pepper und vielleicht einen kleinen Cameo-Auftritt. Doch jetzt sagte Schauspieler Robert Downey Jr. erstmals etwas Explizites zu einer Rückkehr als Iron Man nach Endgame. In einem kürzlichen Interview sagte er, wie gesagt, dass er eigentlich alles mit der Figur schon getan habe, was er tun wollte und den Arc dieser Figur gerne so beibehalten würde, dass eben seine letzte Tat die Tat der Aufopferung sei und er sich dahin gearbeitet hat vom Egomanen eben zum Aufopfernden. Doch das bedeutet nicht, dass er wirklich aus dem Iron Man Game komplett raus ist. Zunächst tritt er ja auf jeden Fall wieder mit seiner Stimme als Iron Man in der Animationsserie What If auf Disney Plus auf, in der alternative Ereignisse des MCUs in animierter Form dargestellt werden, so wie alle anderen Schauspieler auch. Das war ja damals vielen News-Outlets schon als Rückkehr-News genug, doch das ist nicht, worum es eben heute geht, denn in diesem Interview wurde er etwas spezieller auf die Zukunft des MCUs. Denn er ist bereit zurückzukommen, aber eben nur, wenn die erzählte Geschichte so logisch und sinnvoll ist, dass es eben Sinn macht, dass er wieder zurückkommt. Die Story müsste eine neue und andere sein, in der Tony entweder vollkommen andere Hürden als bisher vor sich hat oder eben welche, die seinen bisherigen Weg noch weiter extremisieren. Das könnte übrigens ein Hinweis darauf sein, dass sie bereits in Vorbereitungen stehen, so etwas in der Art durchzuziehen, wenn er das schon droppt. Ja, in den Comics war Tony Starks Tod ja nicht nur einmal nicht das Ende. Nein, er wurde durch sein Hologramm zum Beispiel basierend auf seinem Verstand ersetzt. Diese KI half dann einem neuen Helden in eiserner Rüstung in seine Fußstapfen zu treten. Die Rede ist hier von Riri Williams, aka Ironheart. Und ich habe auch schon mal ein komplettes Video dazu gemacht, wie das abläuft und wie man das in das MCU einführen könnte, und das findet ihr hier oben über den Link. Diese Version von Tony Stark hat nochmal nämlich ganz andere Hürden und würde gerade jetzt eigentlich sehr gut in einen weiteren Film bzw. in dieses Universum passen als Weiterführung der Geschichte von Tony Stark. Denn Tony hat sich eine Familie und ein Leben abseits von Iron Man aufgebaut. Die Holo-Version könnte genau mit diesem Leben eben nicht interagieren wie gewohnt. Morgan ins Bett bringen, das Alpaka streicheln, Pepper küssen, all diese Dinge wären eben genau nicht mehr da. Das Einzige, was er könnte, wäre genau das, was er eigentlich für die Familie niederlegen wollte. Iron Man sein, Rüstungen steuern, die Welt retten. Die neue und storytechnisch passendere Hürde wäre hier also in dem Fall nicht, dass er nicht aufhören kann, wie vorher, sondern dass er nichts anderes will, als aufzuhören und wieder seine physische Persona und der Vater zu sein, aber es nicht kann. Ein Mensch würde unter diesem Druck komplett verrückt werden, seine Freunde würden ihn ja auch nicht mehr als den echten Tony ansehen, weil sie den ja begraben haben. Aber das Holo-Ich von Tony sieht sich selbst als dieser an. Der Einzige, der ihn verstehen könnte, wäre Vision, doch der ist ja auch weg. An Ultron können wir auch schon vorher sehen, wie ein Programm komplett durchdrehen kann, also vielleicht ist da auch noch was. Es könnte also genau diese logische Folge sein, dass Tony Starks AI-Version zurückkehrt und langsam aber sicher über einige Filme hinweg durchdreht, weil er eben keine physische Form hat. Und somit könnte man auch Riri Williams als neuen Helden einführen, hätte ein Verkaufsargument mit Robert Downey Jr. wieder im MCU und hätte dazu noch einen logischen Grund, ihn eben zurückzuholen, ohne Tonys Opfer in Endgame irgendwie aufzuheben. Ja, ganz im Gegenteil, man würde seinen Struggle ja sogar weiter extremisieren, denn jetzt, wo er sich als Mensch alles aufgebaut hatte, konnte er als Hologramm eben nicht weiter damit interagieren und da nicht weitermachen, wo er eigentlich aufgehört hat. Was denkt ihr denn, wäre das ein logischer Weg, Tony zurückzuholen, oder wollt ihr lieber, dass er einfach tot bleibt und wegbleibt und auch nicht als KI zurückkehrt, sondern einfach in Ehren gehalten wird? Schreibt das mal in die Kommentare und ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen in dieser kleinen newsartigen Folge. In der Mitte könnt ihr abonnieren, links und rechts gibt es noch weitere Videos und wir sehen uns dann im nächsten Video morgen. Einhauen.